Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Freitag, dem 14. August 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 872 und heute habe ich die folgenden Themen für euch mit dabei. Fortnite, Aquara, M2, OneDrive, Instagram verklagt und die Songtext-Klage. Zuerst beginnt's mit Fortnite, da hat Epic ein Ding rausgehauen. Zuerst führen sie eigene Bezahlmöglichkeiten ein und umgehen somit Apples Richtlinien. Dann wirft sie Apple natürlich hochkantig raus und dann gehen sie raus und jammern. Ja, wenn man Dienste von anderen nutzt und vor allem so erfolgreich wie das Epic macht in den letzten vielen Jahren, dann soll man auch ein bisschen was dafür bezahlen. Ob das jetzt zu viel ist oder zu wenig, es ist Standard und da bin ich relativ pragmatisch. Ich mag auch keinen zweiten und dritten und vierten App Store auf meinem iPhone bekommen. Ich mag das schon bei Google nicht. Grundsätzlich ist die Wahl nicht schlecht, aber Thema Sicherheit geht mir da halt einfach vor. Mal schauen, wie das sich weiterentwickeln wird und wie lange das Epic draußen bleiben wird, also Fortnite, und ob das Mimimi mit dem Hashtag FreeEpic Auswirkungen haben wird auf Apple und die Klage oder die Untersuchung, die aktuell in den Staaten und auch in der EU vorangetrieben wird. Weiter geht's mit etwas. Ich habe in der letzten Folge vom Geek Talk News Format dem Achim den Smart Home Hub von Aquara näher gebracht, vor allem mit den kleinen, coolen Sensoren für Temperaturmessung etc., Vibrationen und den Türsensoren. Und ja, kaum habe ich ihm den Link zugeschickt und selber noch einen zweiten fürs Pro geordert. Was passiert dann? Ja, Aquara stellt einen neuen vor. Hört auf den Namen M2, Aquara M2, kann statt 30 100 Geräte aufnehmen, kostet auch deutlich ein bisschen mehr, hat aber auch noch mehr Funktionen, kann Zigbee 3.0 und WLAN, Bluetooth etc. und hat sogar einen RJ45 Stecker, um das Ganze schneller und besser anzuschließen am eigenen Netzwerk. Aber was hat das Teil nicht? Es kommt zum Glück nicht sofort raus. Die EU-Version soll im Herbst kommen und wenn bei Aquara etwas heißt, dass es im Herbst kommt, dann ist es Februar vom kommenden Jahr. Immerhin soweit, weil sonst hätte ich mich grausig geärgert, was das anbelangt. Weiter geht's mit dem OneDrive. Genau, wir haben bei uns im Geek Talk in den Sonderfolgen eine Sonderfolge gehabt zum Thema Microsoft Apps im Apple-Ökosystem und da haben wir am Schluss neben großen oder nach großem Loben und Gutfinden von den Diensten auch noch eine Warnung ausgesprochen, wo es darum ging, dass gewisse Microsoft-Konten in letzter Zeit wahllos, könnte man fast sagen, geschlossen wurden und zwar so, dass die Kunden nicht mehr darauf zugreifen konnten. Und da haben wir dann auch einen Tipp ausgesprochen, man sollte doch vielleicht den Foto-Upload beenden, also das Backup machen in das OneDrive, sofern man da halt auch Familienfotos macht oder jemand mal nicht ganz so gut bekleidet ist. Jetzt sind Fotos aufgetaucht von Leuten, deren ihr Konto gesperrt wurden und da sieht man auch, weshalb das so ist. Hat natürlich schon was, wenn man das Bild einzeln anschaut und nicht im Kontext sieht, passt das halt definitiv nicht. Bildbiometrie. Man weiß ja bei Facebook, dass sie jedes Bild analysieren und auseinandernehmen. Zum einen, was ist da drauf? Mensch, Tier, See, Umgebung, Gebäude und so weiter. Aber auch sonst noch Faktoren nehmen die daraus, inklusive Alter und allem Möglichen. Also unglaublich, was man da alles herausnehmen kann. Und das soll ja anscheinend Instagram nicht tun, sagt zumindest Zuckerberg. Und Instagram tun sie aber anscheinend doch. Es gibt nämlich eine Klage, wo ihnen das vorgeworfen wird. Und da könnte Instagram nächstens gehörig zur Kasse gebeten werden, wenn man ihnen das dann wirklich auch nachweisen kann. Ja, das Thema Nachweisen ist so ein spezielles Thema, denn ich habe ja in der Einleitung gesagt, ich habe noch die Songtexte, die geklagt wurden. Damals, oder besser im letzten Jahr, hat ja Genius, das ist ein Anbieter von Lyrics, zu Liedern eine Klage gegen Google eingereicht, weil sie nachweisen konnten, dass Google sich bei ihnen bedient hat und nicht darauf hingewiesen hat, woher, dass sie die Lyrics haben. Kurzer
In kurz erklärt ist es jetzt so ausgegangen, grundsätzlich hat der Gerichtshof ihnen recht gegeben. Das Problem ist nur, die Lyrics gehören nicht Genius, sondern dem Künstler selber und somit darf Genius das nicht einklagen. Da müsste jetzt der Künstler nachwerfen. Ziemlich verrückte Welt. Google und die Großen haben da halt wieder mal Marktmacht und den längeren Atem leider. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Es war schön, dass ihr mich durch die Woche begleitet habt. In der nächsten Woche ist der Achim wieder für euch da. In diesem Sinne, genießt das Wochenende, wenn ihr arbeiten müsst, mitarbeiten ansonsten, mit frei. Es könnte ja nochmals ein bisschen warm werden, habe ich, glaube ich, zuletzt gesehen in der Wetter-App. In diesem Sinne, bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.